Hallo zu Leute heute live aus München. Die Faszination Kate und William geht weiter. Den Tag heute haben sie in Heidelberg verbracht. Es ist ihr erster gemeinsamer Besuch in Deutschland und damit sie sich auch wirklich zu Hause fühlen, gab es sogar ein bisschen Nieselregen. Außerdem sind der Herzog und die Herzogin von Cambridge gerudert. Kate hat eine Medaille, wie wir sehen, und Prinz William bekommt auch eine. Aber wer hat denn jetzt gewonnen? Fest steht, sie haben trotz Regen Heidelberg zum Strahlen gebracht. Der Höhepunkt des Tages in Heidelberg heute, eine royale Ruderregatta. Kate im legeren Ringelshirt und William die Hemdsärmel hochgekrempelt, so geht es gemeinsam zum Neckar. Dort warten schon die Ruderachter mit gemischten Teams, Frauen und Männer aus Heidelberg und deren Partnerstadt Cambridge. Als erster geht der Prinz an Bord, etwas wackelig, aber doch souverän. Dann Kate, Sonnenbrille auf, Haare noch schnell zu einem Zopf gebunden. Und los geht's zum Wettbewerb. Kate gegen William, eine spannende Angelegenheit. Wer sitzt im schnelleren Boot, wer feuert seine Mannschaft besser an? Da hat von Anfang an Prinz William eindeutig mehr Power. Gut gelaunt und voller Enthusiasmus gibt er seinem Team die Kommandos. Seine Frau hingegen lässt es etwas ruhiger angehen und so rudert ihr Ehemann mit seinem Achter ein kleines bisschen früher über die Ziellinie. Silber für Kate, Gold für William. Der Sieger bekommt dann auch noch eine nicht ganz einfache Aufgabe. Er muss ein Bierfass anstechen und da zeigt sich, dass William auch hier ein hervorragender Schlagmann ist. Ein kühles Bier, mehr als verdient. Prost auf die Sportskanonen William und Kate. Heidelberg, wie wir gehört haben, ist die Partnerstadt von Cambridge und da wollen die beiden natürlich ein bisschen mehr von der Stadt sehen. Und die Stadt bzw. die Menschen dort wollten umgekehrt auch das königliche Paar zu Gesicht bekommen. Das war dann auf dem Marktplatz auch der Fall. Sie strahlen um die Wette auf dem Marktplatz in Heidelberg. Ein deutsch-britisches Fest für William und Kate. Da sollen die beiden gleich mal lernen, wie das geht, eine Brezel zu formen. Ein bisschen skeptisch sind sie wohl, aber dann geht es ran an den Teig. Ein bisschen stärker rollen, sagt der Bäcker. Dann macht Kate vor, wie es geht. Der Prinz tut sich ein bisschen schwer. Einen Blick erhaschen, ein Foto schießen, das versuchen heute viele in Heidelberg. Die Royals genießen das Bad in der Menge, Jubel und Begeisterung überall, wo sie sind. So mancher hat ja noch nie einen echten Prinzen gesehen. Weiter geht's zu einem Winzer. Der müsse immer viel trinken, erklärt man den beiden, und hat deswegen einen großen Bauch. Ein harter Job, witzelt William. Roter Teppich auf dem Weg zum Deutschen Krebsforschungszentrum. Da informieren sich die beiden über den Stand der Wissenschaft. Und bekommen ein Begrüßungsgeschenk vom Ministerpräsidenten. Eine Kuckucksuhr, fantastisch, sagt der Prinz und löst durch seine bloße Anwesenheit Begeisterung aus. Ich bin 2 Stunden hier gestanden, so, es hat sich gelohnt. Wunderschön einfach. Ja. Und dann sind die schicken Klamotten plötzlich abgelegt. Ein Spaziergang durch die Menge ganz sportlich. Nahbar wirken sie da, bodenständig. Und jeder will eine royale Handschüttelung. Auf der alten Brücke gibt es dann noch ein Erinnerungsfoto an diesen Tag in Heidelberg. In Heidelberg ist meine Kollegin Anna Warsberg. Sie sind ja hautnah dran an den Royals. Welchen Eindruck haben Sie von den beiden? Wie nahbar und natürlich wirken die beiden auf Sie? Genau wo ich jetzt stehe, waren vor ein paar Stunden noch Kate und William, sind hier über die Stände gelaufen, über den Marktplatz und waren sehr nah dran an den Leuten, haben sich Zeit genommen, mit jedem gesprochen, sind zu jedem Stand einzeln hingegangen und wirkten sehr nahbar, sehr offen und eigentlich auch ziemlich locker. Ich habe mit ein paar Standbetreibern gesprochen, sie meinten, Kate hat gestrahlt, war sehr freundlich, war sehr natürlich. William ein bisschen zurückhaltender, aber so kennen wir es von ihm ja auch. Absolut. Vielen Dank, Anna Warsberg. Und gleich schauen wir, wie der gestrige Abend der beiden noch verlaufen ist. Es gab da eine heftige Attacke auf Kate und William, und zwar bei der Gartenparty in der britischen Residenz in Berlin. Also bleiben Sie bei uns.
Willkommen zurück. Wir schauen gleich nochmal auf Herzogin Catherine und Prinz William. Vorher aber haben wir andere Nachrichten, und zwar diese. Trauer um Andrea Jürgens. Die deutsche Schlagersängerin starb mit nur 50 Jahren an den Folgen eines akuten Nierenversagens. Schon mit 10 Jahren war sie ein gefeierter Kinderstar, landete in den 70er Jahren Hits wie mit Seit Montag lag Andrea Jürgens im Koma, aus dem sie nicht mehr erwachte. Hoffnung für O.J. Simpson. Vor gut 8 Jahren brachte ein bewaffneter Raubüberfall den früheren Footballstar hinter Gitter. Heute soll nun ein Bewährungsausschuss entscheiden, ob der inzwischen 70-Jährige vorzeitig freikommt. Harmonie beim belgischen Königspaar. Hand in Hand kamen heute Philipp und seine Mathilde zur Sommerausstellung im Brüsseler Königspalast. Mal abgesehen von den Exponaten hatte sie nur Augen für ihren Gemahl. Der erste Tag ihres Deutschlandbesuchs gestern ist für Kate und William mit einer Gartenparty in Berlin zu Ende gegangen. Damit wird jedes Jahr der Geburtstag der Queen nachgefeiert. Die Party fand im Garten der Residenz des britischen Botschafters statt. Mit dabei waren über 500 Gäste, mindestens ebenso viele Mücken und eine Lady in Red. Schulterfrei und leuchtend rot stach gestern Kate mit ihrem Maxi-Kleid aus der Menge heraus. Nachdem sie den ganzen Tag über eher formell gekleidet war, unterstrich Kates Abendoutfit die zwanglose und entspannte Atmosphäre der Gartenparty. Nur die zahlreichen Mücken störten den royalen Glanz des Abends. Prompt war ein Quälgeist scharf aufs blaue Blut des Prinzen, der bei seiner Rede sogar ein paar Worte Deutsch sprach. Vielen Dank, Herr Botschafter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und er unterstrich dabei die besondere Beziehung zwischen Deutschland und Großbritannien, trotz Brexit. Ich bin sicher, wir bleiben enge Freunde. Unter Freunden ging dann mit der britischen und deutschen Nationalhymne ein glanzvoller Tag für das Kronprinzenpaar zu Ende. Die Krönung? Natürlich ein paar Gläser zum Anstoßen, die eilig vom Botschafter herbeigeholt wurden. Finally, to the Queen. Ein Toast auf die englische Königin. Auch Prinz Williams Eltern und seine Großeltern waren schon oft in Deutschland und die Menschen waren jedes Mal verzückt, wenn sie kamen. Die Queen war bei ihrem ersten Besuch 39 Jahre jung. Es hatte schon immer etwas Märchenhaftes, wenn die britischen Royals nach Deutschland kamen. 1965 trat die Queen zum ersten Mal zu einem Besuch an. Damals, um den Beitritt Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu forcieren. Es waren eben andere Zeiten. Und doch ähnelt sich das Programm, wie zum Beispiel die Stippvisite am Brandenburger Tor. Auch Prinz Charles bereiste die Bundesrepublik, zu Beginn als Junggeselle und in seiner Funktion als Ehrenoberst der britischen Truppen. 1987 dann mit seiner Ehefrau, Prinzessin Diana. Schon damals gab es Krisengerüchte, aber die hatten bei einem Staatsbesuch keinen Platz. Für die herzlichen Begrüßungsworte, die Sie an meine Frau und mich gerichtet haben, bin ich Ihnen überaus dankbar. Längst ist seine Frau eine andere und stets an seiner Seite, auch beim Besuch in Berlin 2009. Immer obligatorisch der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Das war in der Vergangenheit nicht anders. Die Queen nimmt für solche Aktivitäten den rechten Handschuh in ihre linke Hand, um schwungvoll zu unterzeichnen. Da hat sich nichts geändert. Die jüngere Generation ist lockerer und macht das alles sogar mit links. William und Kate, ein Dreamteam im Einsatz ihrer Majestät. Von der Queen gesendet, um in Brexit-Zeiten für gute Stimmung zu sorgen. Denn die Queen will nicht mehr so weit reisen. 2015 war sie wohl zum letzten Mal in Deutschland. Wie immer beeindruckend und mit ihrem unverkennbaren Stil. Da hat sich auch im Laufe der Zeit kaum etwas geändert. Herzogin Catherine und Prinz William werden heute Abend wieder in Berlin erwartet, und zwar in Klärchens Ballhaus in Berlin-Mitte. Bettina Wagen ist für uns dort. Was ist das denn für ein Termin heute Abend?
Ein ganz klarer Partytermin. Klärchens Ballhaus hat eine über 100-jährige Tradition als Tanzlocation. Okay, das Gebäude hat schon ein bisschen Patina angesetzt, aber in der Berliner Szene ist es immer noch Kult. Der Spiegelsaal oben ist schon freigeräumt, damit hier später richtig abgerockt werden kann zu den Klängen von DJ'n Goldie Rocks. Sie ist extra aus London eingeflogen worden, auf besonderen Wunsch von Herzogin Kate, weil sie ein Fan von ihr ist. Das sieht ja toll aus dort, aber ist eine sehr ungewöhnliche Location. Was wollen denn Kate und William mit ihrem Besuch dort zeigen? Was meinen Sie, steckt dahinter? Ja, geladen sind Gäste aus der Kreativwirtschaft, von Berliner Start-up-Unternehmen oder auch Schauspieler wie Sam Riley und Alexandra Maria Lara. Wir haben den Botschafter gefragt, was dahinter stehen könnte, und er sagt, das Paar hat so viele Termine zu absolvieren, ernsthafte und auch anstrengende. Und sie wollten hier in Berlin noch einmal zeigen, dass sie ganz normal ein junges Paar sind, das gerne mit Gleichaltrigen spricht und auch mal abrockt. Es ist übrigens die letzte Gelegenheit für die Berliner, noch mal einen Blick auf Kate und William zu werfen, bevor sie dann morgen nach Hamburg weiterfahren. Vielen Dank, Bettina Wagen. Da haben Sie recht, noch ein bisschen Party in Berlin. Also, das war Tag 2 der britischen Royals in Deutschland. Und den letzten Tag, haben Sie gerade gehört, werden Sie in Hamburg verbringen. Sie werden auch die Kinder mitnehmen. Auf dem Programm steht ein Besuch der Elbphilharmonie und eine Bootstour. Und wir sind für Sie dabei. Und Kate wird sicher auch morgen wieder einen Fan ganz besonders glücklich machen. So wie heute. Tschüss.